habe mich zum Beispiel in meinem Leben noch nie geschlagen. Ich träume aber immer davon und ich habe es natürlich schon oft so gefaked, ja, dass ich mir einbilde, ich könnte es total gut. Ja. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich eine Sehnsucht danach. Also ich frage mich, wie das ist, jemand ins Gesicht zu schlagen. Nein, und dann habe ich mal von jemandem gehört, der sich wirklich regelmäßig prügelt, dass, und das finde ich schon echt einen unheimlichen Gedanken, dass er sagt, es gibt einen natürlichen Instinkt, abzubremsen vor dem Gesicht. Deswegen fixiert er einen Punkt, das finde ich echt unheimlich, der hinter dir sitzt. Also er schlägt durch dein Gesicht durch. Ja, also ich habe es noch nie gemacht, aber es ist bestimmt aufregend. Ja, nur ich sag, komm, ich sag jetzt, ich sag kurz, ich sag ganz schnell Hallo, aber Hallo. Und wir sagen richtig Hallo später. Ja. Schön dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Bis gleich. Bis gleich. Erstmal richtig Hallo. Hallo. Es ist sehr schön dich zu sehen. Ja. Ich freue mich wirklich sehr. Ich auch. Sag mal, du hast jetzt, wir haben jetzt noch ein bisschen was vor, weil du hast einen total straffen Terminkalender jetzt, ne? Ja, ich bin halt noch bei der NDR Talkshow eingeladen. Ach, wunderbar. Und die fangen, glaube ich, um 19 Uhr an, ja? Ich glaube ja, und vorher gibt es noch Sektchen. Aber ich habe gehört, ich bin der Vorletzte. Oh je. Ich kann ja dann auch einfach erst kommen, wenn ich dran bin. Entschuldigung, ich komme nach. Ja. Nee, du wirst ja immer mit einbezogen. Es gab es doch früher immer so bei Wetten, das und so. Das hat immer so, der Star, der muss dann aber auch weg. Weil der muss dann wieder irgendwo anders hin. Das fand ich immer, das habe ich immer gar nicht verstanden. Ich dachte, wo geht der denn jetzt mitten in der Nacht noch hin? Das ist nur Show. Ja? Das ist tatsächlich, weil wo soll der denn hin? Der wird ja jetzt... Tom Cruise wird sicherlich... Der muss jetzt in den Backstage-Bereich. Genau, der muss jetzt einfach weg. Das ist nur, um dich rar zu machen und interessant. Eigentlich wäre das was für dich auch. Dass du dann einfach sagst, wenn ich abgetalkt bin, gehe ich. Ich habe es auch schon. Wenn ich eins nicht mache in meinem Leben, ist es mich rar. Wo gehen wir eigentlich jetzt hin? Ich begleite dich, weil wir haben ja Zeitdruck. Ich möchte dich auch nicht zu lange aufhalten. Ja, es gibt einen Ort, den ich dir gerne zeigen würde. Voll gern. Und zwar in der Nähe der Landungsbrücken, in der Dietmar-Köhl-Straße. Ja. Und dann erzähle ich dir, wenn wir da sind, was ich mit dem Ort verbinde. Super gerne. Ich habe jetzt also gleich, weil es gibt Shitstorm, wir haben Pappbecher, das sind aber ökologisch abbaubare Pappbecher. Und ich habe auf das Plastikding verzichtet, weil ich habe eine Methode gefunden. Ich halte einfach die Öffnung oben. Und dann kann der nicht rauskippen, der Kaffee. Ja, ist so ein bisschen das Beispiel dafür, dass man was falsch findet und es trotzdem macht. Ne? Also ja, ich fühle mich schlecht jetzt mit dem Becher. Ich meine es ernst. Ja, ich fühle mich auch schlecht. Das ist auch einfach, man sollte es einfach nicht machen. Aber das zeigt, finde ich, weil wir sind ja beide auch schon so ein bisschen Öko sind wir ja. Wir legen Wert darauf. Ne? So, also ich zumindest, Lebensstil und so, ich versuche das. Aber man sieht... Machst du es wirklich? Weil ich glaube, dass ich ein Bewusstsein habe, aber es eigentlich gar nicht lebe. Also das ist eigentlich lebe ich in dieser Bigotterie, dass ich viele Sachen besser weiß und sie trotzdem mache. Zum Beispiel Fleisch essen, finde ich, es gibt keinen Grund dafür, Fleisch zu essen. Ich schäme mich direkt dafür. Ich auch, ja. Ich war auch mal Vegetarier von 17 bis 24. Ich schaff's nicht. Also, aber ich finde das tatsächlich die einzig richtige Lebensweise, vegan. Wo wir gerade von Umweltbewusstsein reden, dieses kleine Elektrofahrzeug muss hier reinfahren. Ja. Hallöchen. Die haben ihre Kinder gerade zu Fridays for Future gefahren. Sehr gut, ja. Warum sind wir eigentlich hier? Das ist ein bisschen besonders. Ach so. Gebäude. Ja, also das war so eine Idee, als es hieß, wir treffen uns in Hamburg. Ja. Und das ist wirklich so eine meiner frühesten Erinnerungen an die Stadt. Ich habe damals Musik gemacht zu Hause, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Da war ich 18 Jahre alt, habe ich im Keller ein kleines Studio gehabt. Und irgendwann dachte ich, es wäre schon toll, wenn es veröffentlicht wird. Und dann habe ich von den Platten die Labels runtergeschrieben und habe das in die ganze Welt, also viel nach London und so geschickt, aber auch nach Hamburg zu einem Label, was eigentlich ein Berliner Label ist, aber ihr könnt ruhig durchgehen. Ja, oder wir, sorry. Was eigentlich ein Berliner Label ist, aber hier in Hamburg sitzt, Studio K7. Ja, und die waren die einzigen, die geantwortet haben. Und das war das Büro. Ich glaube, es ist nicht mehr drin. Also es würde mich wundern. Da saß jemand, der hieß Stefan Strüver. Nee. Stefan Strüver, der saß an einem kleinen Schreibtisch mit so einer kleinen Kompaktanlage. Also nicht mal wirklich, nicht mal eine gute Musikanlage, sondern so eine Kompaktanlage, so ein Block. Und da hat er dann die Kassette reingemacht. Dann hat er einen Joint angezündet. Dann habe ich dummerweise auch
mitgeraucht. Ich war dann total stoned. Und dann haben wir die Musik durchgehört und am Ende hat er gesagt, okay, ja, let's do it. Und dann wurde es tatsächlich auf Vinyl gepresst, was ja was Besonderes ist. Das heißt, ja? Es wurde im bekifften Zustand entschieden, dass es gut ist. Das ist eigentlich kein so gutes Zeichen. Nee, er hatte die Musik ja schon okay, vorher gut. gehört. So, nee, ich habe nur gedacht, ich habe mir damit keinen Gefallen getan. Also, weil es hat mich echt umgehauen. Und ich weiß noch, ich werde dann so nostalgisch, wenn ich hier bin, weil ich weiß noch, es war Winter und ich bin dann vorgelaufen und habe mir dann an einem Glühweinstand einen Glühwein geholt und habe da vorne an der Brüstung gestanden und habe so aufs Meer geschaut. Und das ist ja was, in Berlin hat man das ja nicht, ja, diese Kulisse und dass da die Schiffe wirklich in die weite Welt fahren. Und stand da mit dem Glühwein, mit dem Plattenvertrag und war wirklich sehr glücklich. Die 11, ne, ist so meine Magic Number. Guck, da kommt jetzt gerade der Bus. Wieso ist 11 deine Magic Number? Ja, weil meine Tochter ist am 11.11. geboren und die 11 begegnet mir einfach ständig. Und ich glaube an sowas wie Numerologie. Ernsthaft? Ja, weil ich war beim Fußball die 11, meine Frau war beim Hockey die 11. Die Wohnung, die wir in Berlin gekauft haben, ist in dem Haus, Apartment Nummer 11. Die Hausnummer meiner Schauspielagentur ist 11. Die Hausnummer meiner Booking-Agentur ist Nummer 11, die Probebühne der Schaubühne ist Nummer 11, der Kindergarten meiner Tochter war Hausnummer 11 und ich gucke ständig um 11.11 Uhr auf die Uhr. Und die 11 ist ja auch erwiesenermaßen eine sehr mächtige Zahl. 11. September, 11. März war Fukushima. Also ich glaube an so eine Art von Verbindung oder so eine, man kann es auch Schicksal nennen. Oder es ist, ich glaube so zumindest daran, dass es kein Zufall ist, dass mir die 11 ständig begegnet. Bei mir geht es mit der Uhrzeit 19.33 Uhr immer so. Ich denke, es ist auch komisch, ich habe immer das Gefühl, wenn ich digital, wenn ich 19.33 Uhr denke, immer Scheiße, schon wieder Hitler. Das ist tatsächlich was, das ist ein Trauma. Ich habe das Gefühl, ja? Ich gucke immer um 19.33 Uhr auf die Uhr. Aber wahrscheinlich ist es nur, dass ich mir das einbilde. Hast du eigentlich Hunger? Ja, ich habe total Hunger. Ich würde dir gerne ein Fischbrötchen spendieren. Ja, wirklich? Wenn du auch möchtest, gerne, ja. Aber natürlich auch ein anderes Brötchen, was du möchtest. Na, ich nehme Fischbrötchen. Ja. Oh, wow. Oh, wow. Und zwar hier, wo die total realistischen Nicht-Touristenpreise herrschen. Hallöchen. Ist wirklich so, ne? Ja. Was möchtest du denn gerne? Also im KDW gibt es dieses Brötchen mit den Krabben für 15 Euro. 15 Euro? Das ist Hammerpreis. Ja, ich nehme das. Was kostet es bei euch? 59. Okay. Ah, ja, super. Ja, klar, klar. Ich kann auch was dazugeben. Nein, 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 das mach ich. Flo, hast du Spielgeld? Ich habe mein letztes gerade weggegeben für den Kaffee. Zwei davon? Nein, danke, das schaffe ich nicht. Außerdem sieht mir das zu sehr nach Dschungelprüfung aus, ehrlich gesagt. Das schaffe ich nicht. Wissen Sie was? Ich hätte total gerne ein Getränk und zwar in meinen verwertbaren Pappbecher, den ich jetzt zum zweiten Mal verwende. Ich nehme einfach eine Plastikflasche Cola und schütte das dann in diesen Pappbecher rein. Vielen Dank. Ja, das macht Sinn. Ja. Ja. Und dann, damit ist der... Hat der Becher sich gelohnt? Ja. Bismarck ist so ein Klassiker, oder? Ja. Nehme ich ihn, das nehme ich. Jawohl. Ich beiß schon mal rein, ja? Bitte, ja, guten Appetit. Das ist auch schwer zu essen, glaube ich. Ne? Gehst du gerne in Talkshows eigentlich? Ich kann mich eigentlich ganz gut angucken in einer Talkshow. Genauso gut, wie ich mich angucken kann, wenn ich spiele in einem Film. Ich kann mich aber schwer angucken, wenn ich jetzt wirklich privat rede. Also wenn jemand mich heimlich filmt und ich gucke mir das an, dann ertrage ich mich eigentlich gar nicht. Ja? Ja. Also das finde ich schon interessant, weil das ja auch so ein Thema ist, wenn man jetzt, wie fotografiert man sich? Dieses berühmte Duckface. Das hat ja auch was mit einem Schutz zu tun. Ja. Dass man sein eigenes Gesicht eigentlich nicht erträgt und eine Maske aufsetzt oder diese Filter, um sich eigentlich dahinter zu verstecken. Ja, finde ich schon ein interessantes Phänomen, wie schwer das eigentlich ist, sich so anzugucken, wie man ist, oder so anzunehmen, wie man eigentlich ist. Deswegen sagst du ja auch, du willst nicht geschminkt werden, wenn du Theater spielst, ne? Ja, ich will eigentlich gar nicht geschminkt werden. Manchmal kommt man nicht drum rum, aber auch beim Film ist es für mich ein Konflikt. Ja. Ich verstehe es nicht so. Ich finde diesen Vorgang, dass jemand anders meine Haare macht oder mir was ins Gesicht malt, unangenehm. Also, ich finde auch tatsächlich, dass es so ein Feld ist, was noch nicht so richtig
erforscht ist, also gerade so in der Fiktion. So, also mir begegnen oft Schauspielerinnen, die sehen super aus, wenn die ans Set kommen, dann gehen die ins Maskenmobil, kommen raus, dann haben die alle so komische Löckchen, wo ich so denke, das erzählt doch jetzt aber, dass diese Figur, die du spielst, sich morgens Löckchen macht. Das ist genauso, wenn die bei mir anfangen, mit einem Glätteisen die Haare zu glätten, weil ihnen irgendeine Strähne nicht stört und weil die auch schwer ist, auf Anschluss zu halten. In dem Moment, wo du das Glätteisen ansetzt, denkst du, okay, jetzt spiele ich jemanden, der morgens mit dem Glätteisen seine Haare glättet. Das will ich aber gar nicht spielen. Ja, und ich glaube, da könnte man ein bisschen, da könnte man nochmal umdenken. So, auch in der Art, wie man Geschichten erzählt. Obwohl ich natürlich unter Haarausfall im wahrsten Sinne des Wortes leide, wenn ich jetzt in der Talkshow bin und die bietet mir an, in einer Maske da was drauf zu malen oder Haare drauf zu streuen oder so, das würde ich nie machen. Also das finde ich tatsächlich seltsam, die Vorstellung. Ich glaube, man tut damit auch den Leuten einen Gefallen, die selber unter Haarausfall leiden und die dann auch mal die Möglichkeit haben, sowas im Fernsehen überhaupt zu sehen. So, auch wenn man nie eine Falte im Fernsehen sieht und entdeckt sie dann an sich selbst im Spiegel, ist natürlich viel schwerer, damit klarzukommen, als wenn man denkt, ja guck mal, die haben ja alle auch Falten, ist ja gar kein Problem. Also es ist eigentlich ganz simpel, aber komischerweise machen wir uns da, glaube ich, gegenseitig ganz schön fertig. Weil wir gleich alt sind, stelle ich mal die Frage, wirst du gerne älter? Also, weil du gerade gesagt hast, du leidest unter dem Haarausfall. Das kann ja jeder, der auch betroffen ist, nachvollziehen. Ich meine, wie gesagt, mir rutscht die Stirn auch nach hinten und da hinten bildet sich jetzt aus und langsam wächst ein Knie aus meinem Hinterkopf und so. Und niemand kann sagen, ich finde das super. Also ich glaube, dass ich mittlerweile besser mit mir klarkomme als 20-Jähriger. Also ich bin jetzt mit mir mehr im Reinen. Aber so diesen körperlichen Verfall finde ich schon schwer auszuhalten. Jemand macht ein Bild von dir, du guckst es dir an, willst es eigentlich schon löschen, weil es hässlich findest, lässt es aber am Handy. Und ein Jahr später scrollst du so drüber und denkst so, wow, da sah ich aber gut aus. Ja, genau. Ja. Also das finde ich schon kurios. Das ist ein bisschen beängstigend, ne? Das stimmt, ja. In dem Moment dachte man, wie schrecklich sieht man aus und heute findet man es gut. Ist schon soweit? Ja. Was? Ich glaube, Barbara Schöneberger ruft nach dir. Nee, es war nur eine Möwe. Aber trotzdem, du musst in die Show. Ja. Ich bringe dich jetzt noch ins Hotel. Das ist mein Service. Oh, danke. Du kommst satt und sicher an. Das ist der Pierre M. Krause. Bring dich nach Hause, Service. Hat mich übrigens sehr gefreut, dass wir uns getroffen haben. Voll, ja, total. Es war richtig so, ich meine, jetzt ist die Kamera dabei und so, aber ich finde es wirklich so, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht, aber es war irgendwie eine freundschaftliche Begegnung. Bereitest du dich eigentlich auf sowas vor und sagst noch vorher, ich habe folgende lustige Geschichte zu erzählen? Oder gehst du völlig unvoreingenommen in so eine Talkshow? Nee, ich gehe tatsächlich völlig unvoreingenommen hin. Also auch in der Hoffnung, dass mich die Fragen inspirieren. Das ist eigentlich so die größte Angst. Ich hatte mal so, es war eine meiner ersten Live-Sendungen, es war von RBB damals. Und dann kam so ein Einspieler von alle anderen und dann war die Eröffnungsfrage, der Journalist war live. Die Eröffnungsfrage, was mögen Sie an sich am meisten? Das ist eine sehr, sehr gute Eröffnungsfrage. Und dann habe ich so zu lange überlegt. Und sie hat aber auch so gar keine Anstalten gemacht, mir zu helfen oder so. Und du siehst ja dann dein Gesicht auch schon da auf dem Monitor. Und ja, es war Horror. Also es gibt so Fragen, die ich fast nicht beantworten kann. Das nächste Mal, wenn so eine Frage kommt, überlegst du ganz lange, also übertrieben lange, dass es weh tut und sagst dann meine Spontanität. Gut. Ja. Guck mal, die Leute winken schon wieder. Ja, hey, hallo. Hallöchen. Ciao, mach's gut. Ciao, mach's gut. NDR Talkshow ist ja gleich. NDR Talkshow? Ja, geht er jetzt hin? Heute Abend? Ja. Ja. Top. Ciao. Weißt du, was wir machen können? Ja. Wir können, gehen wir auf die andere Seite. Wir können uns hier... High five. Danke, Lars. Ciao. Mach's gut. Der hat deinen Tonsender wieder mitgenommen. War's wert? Ich geh jetzt Zähne putzen. Wegen des Fischbrötchens.